Nur kann ich ja auch noch zur Heilerin laufen jetzt. So, sehr gut. Jetzt musst du unlogisch kämpfen, nur so schaffst du es. Ach ja, unlogisch nicht. Zumindest habe ich das jetzt gut geschafft. Und geht noch ein bisschen Loot. Ja, oh yeah, Loot. So, und das da auf sammeln. Alter, habe ich jetzt. Und mein Inventar ist ja schon wieder voll. Oder ein Dark Horse Inventar. Sagen wir es mal so. So, ich glaube, wir gehen. Die gehen nochmal kurz im Tarnt lernen und heilen. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, Hütte der Hebamme. Laufen die automatisch durch das Tor oder? Nein, natürlich nicht. War ja klar. So, er wirft nur den Torbogen. Habe ich ihn jetzt behalten oder? Ja, sehr gut. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So. Logisches Kämpfen. Ich finde es eigentlich, momentan ist der Namenlose als Magier eigentlich relativ unnütz. Das Problem ist nämlich, hier, der hat nur zwei Zauber und Farbkugel macht ja 1 bis 4 Schaden. Zumindest, warte mal, nee, um Gott zu lesen. Je nach Stufe des Anwenders. Ach so. Welche Stufe hat er? Stufe 4 hat er. Das heißt, was machen die momentan? Stufe 4, ne? 1 bis 10 Schaden. 10 Sekunden aus 4 Angriff, in aus 4 Rettungswurf plus 4 auf Rüstungsklasse. 1 bis 10 Schaden. Okay, das ist jetzt eigentlich ganz okay. Er könnte die doch mal öfter zaubern, glaube ich. In den Identifizieren braucht er ja sowieso. Ich weiß nicht, wie viele unidentifizierte Items es gibt momentan. Am Anfang. Wir sind ja noch am Anfang, so gesehen. So ziemlich. Ach, wisst ihr, ich habe schon wieder vergessen. Apropos Anfang. Ich habe es doch schon wieder vergessen. Ich bin mal wieder sehr intelligent heute. Ich vergesse es immer. Immer. So, wie lange habe ich jetzt gespielt? 32 Minuten. Schon. Wow. So. 32, 45 einfach mal. Genau, ist ja noch eine halbe Stunde. Wir sehen, wie weit ich jetzt noch komme. In der Zeit. Ja, ich brauche Heilung. Gut, dass die mich kostenlos heilt. Das finde ich gut. Das ist geil, dass die gleich hier direkt vorm Dungeon platziert ist. Das finde ich richtig gut. Das ist gutes Game Design. Ehrlich gesagt. So. Ich fand es auch ein bisschen blöd. Ich habe ja, mein Final ist ja jetzt schon hier, mein Magic 6 durchgespielt. Vor kurzem. Das ist vor kurzem, glaube ich, auch schon 2 Wochen her oder so. Und das fand ich extrem nervig dort, dass halt die erste SP wirklich so begrenzt sind, dass du halt immer rasten musst. Und erledigt. In so einem Dungeon und dann Tomb of War habe ich ja übrigens auch teilweise übersprungen gehabt dann, weil die mir so auf die Nerven ging einfach nur der Dungeon. Der war einfach so ultra nervig. So derbe ultra nervig. Haben wir irgendwas im Looten? Ah, da. Schon gut. Weil das war echt so derbs nervig, Tomb of War. Und wenn der Batze wirklich vier. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich wollte auch verkaufen gehen. Ich bin noch blöd. Nee, Ramsch brauche ich nicht. Das Stoppmenschen, weil es mir noch Zauber niedriger. Gut. Morte hat einen, glaube ich, ne? Dann kriegst du. Das kann nur auf namenlose Morte, genau. Kriegst du den einfach mal, würde ich sagen. So, ich habe voll vergessen zu verkaufen. Mann. Also nochmal raus hier. Ja, ich weiß, ich könnte auch erstmal die Inventare alle mit allen Inventaren sammeln, aber das wird mir so unübersichtlich mit der Zeit. Das mag ich nicht. Deswegen, mich nervt es auch am Mara und an Dragon Quest, dass diese begrenzten Inventare gibt. Und in allen anderen Spielen mit begrenzten Inventaren. Das mag zwar logisch bedacht mehr Sinn machen, ja, schön, aber das ist trotzdem doof, wenn du dann halt. Ich mache es einfach nicht halt so viel Items sammeln kann, wie ich will. Ich weiß nicht.
Bin halt vielleicht einfach so atemgeil dafür. Dass ich jeden Schrott immer, selbst die rostigen Dolche hier, nehme ich mit und verkaufe die. Und das heißt, ich weiß nicht, wie viel Geld die später wirklich noch brauchen, um das ganze, die ganzen magischen Gegenstände, die sind ja nicht gerade billig, die später wahrscheinlich nur kommen. Wobei ich ja wirklich nur bis zu dem Dungeon, der danach, nach Dingens kommt, nach Fahrrad kommt, gespielt habe und das war's dann auch schon. Also es ist wirklich wahrscheinlich mindestens noch die Hälfte oder Dreiviertel vom Spiel ist noch blind. Und daher so, es gibt jetzt wieder ein bisschen Geld. Das bitte verkaufen, das verkaufen. Du hättest die 4-Stunden-Stream vom Matze sehen müssen. Und alle paar Minuten ist er in eine unlogische Sackgasse gerannt und hat sich komplett verlaufen. ich hab nur bis zum, was war das, zum Code vom, ich glaube den dritten Code oder so, den du einsammeln kannst, gespielt. Und hab dann so gemuschen Schlüssel gefunden und hab dann schon überhaupt nicht mehr durchgeblickt. Und hab dann schon nicht mehr durchgeblickt. Bandagen und die beiden nochmal. Weil der Dungeon einfach so unübersichtlich designt war. Ja, ist er auch. Ich hab's ja selber mitbekommen. Gameboy, das ist ja der Schlimme. Ich hab's ja selber mitbekommen. Und falls ich das Spiel irgendwann Let's Playen sollte oder geffern sollte, dann wird sich Chester, glaube ich, sehr drüber freuen, wenn wir das machen. Dingens, Might Magic 6. Du hast noch die wenigsten HP, von da. Nee, du hast die wenigsten HP, deswegen bekommst du wohl. Abgeschnittenes Kupferstück. Kommt mal weg, das geht einfach mal Mord oder so, jetzt scheiß drauf. Und ja, ich hab's selber mitbekommen, wie scheiße der Dungeon ist. Der war echt. Also ich bin so rumgehört, hab dann einfach keine Lust mehr gehabt, hab mir die Items, hab mir diesen scheiß Kontrollclub, hab ich mir ins Item ins Inventar geschietet, hab mir da irgendeinen anderen Scheiß weggegangen. Diese komischen. Was war das? Diese komischen. Irgendwelche Items, Sammel-Items, die du dort bekommen hast in den Dungeon, habe ich mir eins davon umgewandelt mit dem Item-Editor, habe mir diesen Kontrollclub gescheatet und ich hatte absolut keinen Bock mehr drauf. Das Kontrollcenter danach, das war auch nicht gerade super, aber und dann den und da ist Gameboy rausgeschmissen worden, den Hive, also den letzten Dungeon des Spiels, der war dann irgendwie einfach. Da habe ich mich einfach nur weggelasert. Einfach nur ging es die ganze Zeit. Weil die Blaster, wenn du einfach nur A drückst, geht das einfach so derbe durch. Einfach nur so derbe durch. Die Blaster sind so imbar und machen zwar nicht für Schaden, aber du kannst dich gegen sowas vom Deck lasern. Einfach nur. Und wenn du auf Master hast, weil ich habe mal irgendwelche anderen Fähigkeitspunkte umgewandelt in Blaster-Fähigkeitspunkte. Weil ich natürlich, ich habe das ganze Spiel sowieso falsch geskillt, natürlich, so wie ich drauf bin, dass ich einfach alle Fähigkeiten auch auf Master bringen wollte, was man eigentlich machen sollte bei dem Spiel. Das war ein total bekloppt. Irgendwie. Nun gut. Also, würde ich mal sagen. Weiter. Und da ist er wieder drin. WB. Und daher habe ich erstmal den Lockerzeit nicht was hier. Ja. Kurz habe ich hier was essen. Ja, ich weiß, soll ich mache mir in den Streams. Erledigt. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Beim Stream ist das sowieso für mich was anderes. Beim Let's Play würde ich höchstens. Ja, die Blaster sind schon heftig. Genau. Ich weiß, ich will nicht wissen, wie die in anderen Teilen abgehen, ey. Ich weiß nur, dass der Dolch in meinem Magic 7 übelst abgeht, weil der Let's Player, den ich mal geguckt hatte, hat seinen Charakter auf Dolch geskillt. Also auf Master, Meister auf Dolch. Aber, ja. Aber ab einem bestimmten Punkt heißt, ich richte Magie fast mehr aus. Ich hatte nicht Magie auf 63. Ganz ehrlich, mein Magic 6 war so ein Spiel, wenn ich das normal spiele, ich glaube, da drehe ich durch.
Oh ja. Da drehe ich einfach nur durch. Wenn ich das normal spielen würde. Und wenn ich das normal spiele, vor allem Dingen. Wenn ich dann. Echt? Was ist der Müll? Wenn ich dann mal das Let's Play und das dann normal spielen muss, ich glaube, da drehe ich sowas von durch. Da drehe ich dann sowas von durch, Leute. Ganz ehrlich. Das ist so schwer und. Da hat's bei mir so ein Dark Souls-Schwierigkeitsgrad, das ist dann bei mir irgendwie voll. Der hält es dann auf mit dem Schwierigkeitsgrad. Hab zum Beispiel bei Baldur's Gate, wo ich das spiele momentan, also ich spiele es nicht momentan, und dann spiele ich den World Truck Simulator durch. Und da finde ich eigentlich gerade lang hier voll unlogisch. Oh. Hallo, ihr Typen. Wollt ihr Kloppe? Wollt ihr Kloppe? Ja, ist richtig Kloppe hier. Nein! Nein, Namenloser, nein, du klopfst nicht mit, du bist Magier. Du verpiss dich. So, du stellst dich mal irgendwo hier anders hin und machst einfach mal hier so derbe und logische Farbkugel, die einfach nur derbe viel abzieht oder so. Flop. Flop. Geile Farbkugel. Okay. Ich hatte mal einen Solo-Durchlauf mit einem Dieb, der ist mit einem Durchfass abgespeckt wie Akrobastian. Und das war kein Exploit. Das war seine normale Angriffsgeschwindigkeit. Das Schlimme war ja, in Might Magic 6, zumindest wusste ich das noch von Might Magic 7, dass der rundenbasierte Modus in Might Magic 6 fast durchgängig sinnvoller ist als der normale Modus. Weil das Spiel dadurch derbe viel einfacher wird. Verrecken meine Leute hier schon wieder. Was sind die Scheiße? Meine Güte. Ich hätte vielleicht mal vorher ankommen sollen. Und ja. Ist das irgendwie. Bei Magic 7, wenn du da den mit dem Durchstillst, da ist dann richtig. Muss man sich das Bild nicht mal vorstellen, wie der mit dem Durchzuschlägt. Oder so. Ja, ich könnte das gerade erzählen, weil ich keine Facecam habe oder so, aber. Ich hätte hier fast den Bildschirm eingeschlagen, wieso da wie ich gerade gefuchtelt habe. Oh Mann. Das ist so schlimm. So. Ja, Leute, ich könnte ja mal. Was haltet ihr denn davon? Was sagt ihr denn dazu, wenn ich mal testweise? Ich weiß nicht, ob sich das jetzt verbessert hat mit dem Delay. Wenn ich mal testweise und mal eben kurz den Delay einschalte. Und dann muss ich zwar neu connecten dafür, aber weiß nicht, ob es bei Chester funktioniert, aber wenn der Delay dadurch vielleicht ein bisschen niedriger wird und wenn es vielleicht einigermaßen funktioniert. Ich warte mal auf euch und esse mal nebenbei ein bisschen hier, wenn ich gehackt das. Du Fuchtler, ja. Ist echt halt so. Aber ich finde mein Magic 7 generell auch um einiges einfacher als der sechste Teil. Matze sagt, der sechste ist ein einfachster Teil. Weil, keine Ahnung. Weil es jetzt bei My Magic, vor allem auch wegen den Lampen. Lampen? Was für Lampen? Ich habe es bisher noch nicht durchgespielt. Ich habe es früher als Kind mal gespielt. Bin aber nie so weit in der Hauptstory vorangekommen. Ich hatte zum Beispiel noch nicht das mit dem, du musst ja dann so die beiden Reiche da irgendwie ineinander ausspielen oder so. Zwar bin ich nie gekommen. Ich weiß nur ungefähr, was passiert in meinem Magic 7. Ich habe es nicht durchgespielt. Aber Let's Play geguckt und das ist schon Jahre her. Das war, glaube ich, sogar noch die Zeit, wo ich mit Let's Play angefangen hatte. Das war Friendly Firefox, ist der Wenn ich Typ, der das hatte mein unternehme, Magic 7 Let's fange ich Play. an, langweilige Geschichten über meine Reisen zu erzählen. Nord! Halt dein Maul! Halt deine Knochenschüssel einfach nur. Sei einfach nur ruhig und. Lass mich hier machen, dann passiert ich halt schon wieder. Da kannst du nichts mehr machen. So. Der war unlogisches Pausieren. Das kann er nichts mehr sagen. Hier kann er mich ja mal hier. Bam. Ja.
Ich wollte eben immer noch.